kann. Mit dem Bogen. Da oben? Nee, da oben nicht. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht finde, habe ich dann gleich. Da ist eine Wand. Komme ich nicht hin. Da oben so eine Wand. Wand. Keine Chance. Okay. Thema, wir gehen erstmal zu den anderen hoch hin. Komm ich hier hoch? Hallo? Wo komm ich hier hoch? Oben was? Ist was? Hm. Soll ich nicht auf diesen Ding drauf kommen? Guck, keine Chance. Diesen Motorgeräusch. Ich dachte, das ist irgendwie am Strand, diese Typen. Ja. Vielleicht rechts? Nee. Hm? Jetzt. Ich kann nichts nirgendwo hinspringen, ne? Da hinten, nach vorne nicht. Die Treppe ist irgendwie Witz. Echt ein kleiner Witz, ne? Ja, Kodak, das ist nicht. Hm. Ja, sorry, dass es gerade etwas länger dauert. Da war ja dieses Leuchtsignal. Da haben wir ein Lager. Ich glaube, wir müssen echt zum Lager erstmal hin. So, Ausrüstung. Fähigkeitspunkt. Dem. Hm. Ah, gut. Und ein Erfolg. So. Viel Ausrüstung. Ah, nee. Ergonomischer Griff. Schalldämpfer. Wow. Nice. Kann ich das auch noch lernen? Ja, ne? Cool. Und was steht da? Mit 2. Cool. Hm. Eigentlich will ich da unten diese Tür aufmachen. Ich brauche ein neues Gerät, habe ich gesehen, aber vielleicht muss ich echt zuerst mal zu den anderen hingehen. Ja. Merkwürdig. Okay. Gucken wir doch mal, was die anderen dann mal so machen. Erstmal ein Buch lesen. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis.
Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Tja. Da wissen wir's. So. Oh, da haben wir auch noch was. Und das. Kommen wir rein. Aufstimmen. Ah, Türchen. Und na na. Gehen da ganz einfach. Noch ein Türchen. Und. Ja, der Büchlein, Mensch doch. Noch eins. Zack, zack. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Okay. Ich hoffe, dazu kommt's nicht. Tada! Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Die müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Krass, wie der einfach mal losschießt. Ja, gehen wir mal hier rüber. Zack. Ah, was für Wellen hier. Wow. Also dieses Werkzeug kriege ich ja nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also war ja beim nächsten Lager. Gehen wir mal hier hoch. So. Was ist hier rüber? Krass. Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Ja, was denn? Das Ding hier, oder ist dieser Stein? Zack, zack.
Okay. Schauen wir mal, was hier drin ist. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was? Okay, ich hoffe mal, mehr ist nicht da. Also mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber kann ja nie wissen. So, sieht aus wie ein kleines Schiff. Wie so ein Schiff war das, ne? Krass. So, nach oben springen, jetzt da drüber. Okay, gehen wir mal hier hoch. Da ist er. Wer? Das Ding hier oder was? Da.